Dieses Hörspiel ist für Kopfhörer optimiert und läuft in binauraler Qualität. Wir wünschen gute Unterhaltung. So, der Stream ist aktiviert. Ich hoffe, Sie können nun über mein Smartphone alles sehen und vor allem hören, werte User in diesem Stream. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Fopano, der Große. Dies ist selbstverständlich nur ein Künstlername, denn ich bin ein Künstler, ein Zauberkünstler, um genau zu sein. Und für meine neueste Illusion habe ich nun alles vorbereitet. Riskieren wir kurz einen Blick hinter mich. Wie Sie sehen, stehe ich inmitten einer Frachthalle. Einer Frachthalle des Transportflughafens Leeds, England, um genau zu sein. Mich umgeben 70 Metallkisten, die mit Einzelteilen für Elektrofahrräder gefüllt sind und zum Abtransport nach Lima in Peru bereitstehen. In ein paar Minuten werden ein paar Mitarbeiter, die völlig im Unklaren über meine Aktion hier sind, die Kisten versiegeln und folieren. Alle Kisten, auch die direkt hinter mir steht. Dank eines guten Freundes und Mitarbeiters von Edocon Logistics habe ich heute die Möglichkeit, diese eine Kiste für meine Illusion nutzen zu dürfen. Wie Sie sehen, ist diese Kiste leer. Naja, nicht ganz. Und wenn ich Ihnen zeige, was darin ist, dann werden Sie ahnen können, was ich vorhabe. Das hier sind Sauerstoffflaschen samt einer Atemmaske. Das hier ist, naja, ein großer Beutel, der zum Befüllen von Flüssigkeiten auf langen Strecken verwendet werden kann und wohl auch wird. Aber keine Sorge, liebe User, das ist noch nicht der Trick. Dort unten in der Kiste sehen Sie einen kleinen Wassertank und daneben ein paar Müsli-Riegel. Hier sitzt dann die Technik. So können Sie in diesem Stream alles verfolgen, was in der Kiste vor sich geht, wenn auch nur akustisch. In dieser einen Kiste, die ebenso wie alle anderen von den Mitarbeitern der Firma Edocon verschlossen und foliert, in den Frachtflieger gebracht wird, mit meiner Person in ihrem Innern. Nach dem Verladen wird sich diese Kiste zusammen mit den 69 weiteren Kisten auf den weiten Weg nach Lima, Peru machen, wo sie in genau 22 Stunden erwartet wird. Dort am Flughafen in Lima wird ein mir durchaus vertrauter Kollege, kann ich nennen, Kisten in Empfang nehmen, nachdem sie eine Reise von über 9000 Kilometern hinter sich haben werden, inklusive Zwischenstopp in Madrid, wo weitere Fracht aufgenommen werden wird.
in welcher Kiste ich mich befinde, werter Zuhörer, werde ich später erst bekannt geben, um die Dramatik noch etwas zu erhöhen. Erst in genau 22 Stunden wird der Kollege über diesen Livestream erfahren, in welcher Kiste ich bin. Ach ja, die Kapazität meiner Sauerstoffflaschen beträgt bei reduzierter Atmung etwa 24 Stunden. Ich habe mir also etwas Spielraum gegönnt. Nur, damit sie erst einmal beruhigt sind. Soeben in die Maschine eingeladen. Liebe Mithörer im Stream, Sie fragen sich vielleicht, wieso ich gerade so leise gesprochen habe. Ich wollte natürlich verhindern, dass man mich schon, bevor die Illusion mitsamt dem Flugzeug startet, hier in der Kiste entdecken würde. So, ich werde nun auch meine Sauerstoffflasche einschalten. Von jetzt an bleiben mir 24 Stunden Luft. Schon das Terminal verraten, ja? Flug 812 ist das. Die FTEX-Maschine aus Leeds. Terminal 3? Danke. Sir, Johnston, Edocon Logistics. Ist das der Flug 812? Dieser hier? Nein, Sir. Treten Sie zurück. Flug 812 aus Leeds. Wo ist der denn? Einen Moment bitte, ich schaue gleich nach. Na, 812. On time. Kommt in 12 Minuten. Und wo geht es dann hin? 812, Area 1, Point 7. Nächste Halle. Danke dafür. Vera, was ist? Bobby, bist du am Flughafen? Richtig, ja, ich arbeite. Also, was gibt's? Ja, ich will nicht stören, aber... Was ist los, Vera? Du, das glaubst du mir nicht. In der Zentrale, hier glühen die Leitungen. So, eine kurze Rückmeldung meinerseits. Es hat mehr als 23 Stunden, bin ich nun als Luftfracht unterwegs. Der
Zwischenstopp im herrlichen Madrid war einen Tick länger, als es zu vermuten war. Hab da so eine Idee, weswegen. Über das Wetter in Madrid kann ich leider keine Aussage machen. Entschuldigung. Da hatte ich keine Sicht. Mein Sauerstoffvorrat reicht. Reicht doch für etwa eine Stunde. Ja, etwas knapp vielleicht. Naja, wir werden sehen. Und was soll das für ein Link sein, Vera? Das ist ein Livestream. Und? Öffne ihn. Öffne ihn. Und du wirst es wissen. Deswegen. Über das Wetter in Madrid kann ich leider keine Aussage machen. Entschuldigung. Da hatte ich keine Sicht. Mein Sauerstoffvorrat reicht. Reicht doch für etwa eine Stunde. Sauerstoffvorrat? Mein Gott. Ach, es tut mir leid. Der Stream wurde erst vor ein paar Minuten entdeckt. Scheiße. Nun, da meine Reise bald vorbei ist, werde ich aus einem Stream, wo sich Ihnen doch noch ein kleines Geständnis machen. Er ist in einer der Kisten, Bobby. Und er sendet live. Den großen Fopano. Anderson? Nein! Ich muss zum Terminal, Vera! Sir! Bobby Johnston, Edocon Logistics, Leeds. Flug 812, meine Lieferung, ist sie das? Flug 812. Ja, wird gerade ausgeladen. Hören Sie zu. Ich brauche hier den technischen Dienst und einen Doktor. Aber sofort, ja? Sir? Sie haben richtig gehört. Machen Sie einen Notruf! Rick, Area 1, Code 13. Sofort! Zaubern. Zaubern können ist eine Illusion. Denn die lückenlose Lieferung einer 70 Kisten starken Fracht von England nach Peru zu bewerkstelligen, ist in Serie ohne kleinere oder größere Zwischenfälle gar nicht möglich. Zumindest nicht für uns. Die Kleinen hier in diesem Business. Anderson! Anderson! Meine 25 Jahre Berufserfahrung. Anderson! Ausgereicht? Diese unseren Sponsoren glaubwürdig zu vermitteln. Anderson! Der Anspruch des einen oder anderen karrierebewussten Mitarbeiters bei der Firma Edocon wird da, realistisch oder nicht, eben höher eingeschätzt. Vielleicht Anderson! Ist das eine neue Realität, der wir uns alle stellen müssen. Verflucht, Anderson, wo stecken Sie? Also gut, probieren wir es. Heißt es eben. Und auch ich sage nun, nachdem ich meinen Hut nehmen durfte, versuchen wir es. Es ist Zeit, diese idiotische Idee auf Herz und Nieren zu prüfen. Es ist Zeit, herauszufinden, ob dies der Firma Edocon tatsächlich möglich ist. Anderson!
Sir? Ja? Einen Moment. Firma Edokon, oder? Das hier ist schon alles? Rick, Flug 812 für Firma Edokon. Ist schon alles raus oder kommt noch was? Ich hab alles da, ja. Alles, was mitgekommen ist. Wie viele Kisten? 52. Ja, 52 Kisten, Sir. Die Lieferung umfasste 70 Kisten. 70 verdammte Kisten. Rick, bist du sicher wegen der Ladung? Ich habe hier den Cheflogistiker von Edokon. Der meint, da fehlt noch was. Moment. Ja, zur Überbuchung. Travis, sag ihm das. Alles gut, der Rest kommt mit dem nächsten Flieger. Müsste in 2 Stunden da sein. Was? Bitte, was zum Teufel? Ja, wenn er Probleme macht, schick ihn zur Rechtsabteilung. Die regeln das. Wunder geschehen immer wieder, oder? Ich hoffe, die Nummer der Kiste, in der ich mich befinde, ist nun bei denen, die handlungsfähig sind, angekommen. Und ich hoffe, mein Vertrauen in die Sache zahlt sich aus. Denn nur um Vertrauen geht es. Mein Name ist Craig Anderson und ich war als Cheflogistiker von Edokon Logistics nicht dazu in der Lage, Verantwortung für so einen Plan zu übernehmen. Das Zubringernetz für die Firma kurzfristig interkontinental auszuwahren. Wir können einmal Global Player werden. Irgendwann, wenn wir Mut zeigen. Aber auch Demut. Denn hält man seine Versprechen nicht ein, verliert der Kunde das Vertrauen. Es ist doch naiv zu glauben, dass so eine vergleichsweise kleine Firma wie Edokon Logistics sich unter den Fittichen der großen Logistikmaschinerie entwickeln darf. Erst recht, wenn man auf die angewiesen ist. Kann es so eine spontane Umbuchung geben? Wir haben klare Absprachen mit FTEX getroffen über die Nutzung ihrer Frachtmaschinen und die Mieten der Frachträume. Die dürfen nicht einfach unseren Ladefaktor runtersetzen. Das wird auch nur ein Missverständnis sein, Sir. Tut mir leid wegen Ihres Kunden. Sie haben natürlich die Möglichkeit, das mit unserer Rechtsabteilung... Sie haben ja gar keine Ahnung, was da in der Fracht drin ist. Bitte was? Haben immer Vorfahrt. Und da gibt es keine Zufälle. Höchstens Gewalt. Zu Ungunsten der Kleinen. Damit diese klein bleiben. Die Verzögerung in Madrid ist so eine Spitze. Eine, die nach Zufall klingt. Aber keine, die ihre eigentliche Absicht verfehlt. Und diese wird wohl auch für mich entscheidend sein. Kiste 70? Hier, Kiste 70, hier. Nein! Da ist er! Zur Seite! Sir? Hören Sie mich! Sir Anderson! Mr. Anderson! Kein Puls. Holen Sie ihn da raus! Leroy! Skinner! Los! Oh Gott! Oh Mann, holen Sie ihn da raus! Los, los! Leroy, greifen Sie ihm unter die Arme. Oh Gott! Er ist ja ganz blau angelaufen. Das sehe ich, ja. So spät, Junge. Jetzt machen Sie doch was! Kein Puls. Oh Gott. Er ist schon mindestens eine Stunde. Nein! Craig! Oh Gott! Nein! 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 Ja, nein, nein, jetzt zieht ihn einfach raus. Da. Oh.
Rick Anderson. Ehemaliger Cheflogistiker dieser Firma bin. Und jetzt am Ende hier. Hier ein Nachruf. Direkt in den Stream. Ich werde die nächste Stunde nicht mehr erleben. Wenn man in etwa einer oder zwei Stunden meinen leblosen Körper in Lima aus der Kiste bergen wird, dann denken Sie an eines, dass Sie, werte User, nicht nur mein Ende miterlebten, sondern durch die Öffentlichkeit, die Sie bildeten, auch das der Firma Eddocon, einer Firma, die immer Ihr Vertrauen besaß, Ihr Vertrauen und einem ungewissen Schicksal überantworten wollte. Dieser war hiermit bereit zu verhindern. Mitarbeiter 2, Dominik Alexander Klein. Mitarbeiter 3, Ted Mosby. Mitarbeiter 4, Sabrina Letzner. Mitarbeiter 5, Brahmavan Dubatan. Mitarbeiter 6, Anja Klukas. Mitarbeiter 7, Michael Gerdes. Credits, Maria Arato. Idee und Skript, Marek Schädel. Sounds und Musik, Erik Onder de Linden. Cover, Erik Onder de Linden unter Verwendung von Midjourney. Das Hörspiel steht unter der Creative Commons Lizenz 4.0.